Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Wer mit den Kindern draußen unterwegs ist zum Wandern und sei es nur für eine leichte Hüttenwanderung von 1-2 Stunden, der sollte immer ein erstes Hilfeset dabei haben. Warum? In den Bergen ist gleich was passiert. Mit den Bergen meine ich jetzt nicht nur die Alpen, sondern auch zum Beispiel die wunderschönen deutschen Mittelgebirgen oder die deutschen Küsten, wo ihr sehr schön wandern könnt. Deswegen immer erste Hilfeset einpacken für den Fall der Fälle. Schadet nie, wenn man es dabei hat. Und wenn es bloß eine kleine Schürfwunde ist, man Pflaster dem Kind drauf tun kann. Wir stellen euch heute ein älteres Modell von Bergzeit vor. Das ist ein Versender aus Oberbayern. Und schauen uns mal in unserem Kinderoutdoor-Test dieses erste hin. Was schon mal sehr gut ist an dem First Aid Kit von Bergzeit, es lässt sich zu 3/4 öffnen und schon liegt alles ausgepackt vor einem. Also wir haben jetzt hier sterile Kompressen. Insgesamt besteht es aus 27 einzelnen Teilen. Alles, was man brauchen kann, wenn in den Bergen was passiert. Sehr wichtig ist auch hier diese Überlebensfolie. Und wenn sie es nur hernimmt als Poncho, als Regenponcho, weil ihr den vergessen habt oder euch ein Taub draus bastelt, was ja auch hier sehr gut ist, die alpinen Notsignale in Europa, dass man auch außerhalb von Deutschland sich hier gut verständigen kann. Also der Zugriff ist sehr leicht. Hier haben wir eine Schere dabei. Alles, was du im Endeffekt brauchst, Kompressen und so weiter und so fort, Mullbinde, Einmalhandschuhe, Zimtpflaster, Klammerpflaster, Pflastertape, sterile Kompresse und eben die Schere. Also 27 Teile, wiegt insgesamt 147 Gramm. Das passt im Endeffekt überall in den Rucksack rein und es gibt keinen Grund, dieses Ding nicht mit. Ja, was mir an dem First Aid Kit von Bergzeit sehr gut gefallen hat, es ist klein, es ist kompakt, es wiegt nur 147 Gramm. Zum Vergleich, ein Päckchen Butter wiegt 250 Gramm, also bringt mehr auf die Waage als das Ding. Was mir hier nicht gefallen hat, ist, dass das Obermaterial leider nicht wasserfest ist. Das Nachfolgematerial hat einen Wickelverschluss und ist wasserdicht. Ansonsten würde ich sagen, für das Bergzeit First Aid Kit von 6 möglichen Kompassen gibt es 5. Ja, meine lieben Kinderautoren, schön, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns draußen. Macht es gut bis dann. Pfiat, servus, euer Uli.